Ein Sucheinsatz. Der Polizeihubschrauber ist bereits schon in der Luft. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Heute am 3. Adventssonntag, 11. Dezember 2022. Rickenbach. Eine groß angelegte Suchaktion nach einem Mann beschäftigte am 3. Adventssonntag, den 11. Dezember 2022, für mehrere Stunden ein Großaufgebot von Rettungskräften, der Feuerwehr, des DRK und der Rettungshundestaffel. Ein Polizeihubschrauber war am Vormittag auch im Einsatz. Ein 58 Jahre alter Mann, der von seinen Angehörigen seit Freitag vermisst wurde, galt bei der Polizei als noch nicht offiziell vermisst, wie diese am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr auf Nachfrage mitteilt. Das heißt, die Regularien, wie sie bei einem offiziellen Vermisstenfall getroffen werden, waren noch nicht gegeben. Da man sich trotzdem aufgrund der tiefen Minusgrade, die tagsüber auch noch um die 10 Grad unter dem Gefrierpunkt lagen, Sorgen machte, wurde am Sonntagvormittag eine große Suchaktion auf dem Hotzenwald gestartet. Um 11.45 Uhr kreiste bereits ein Polizeihubschrauber mehrfach über der Hotzenwaldgemeinde Rickenbach. Die Feuerwehr suchte im Wald und im bewohnten Gebiet nach dem Mann. Die Feuerwehr Bad Säckingen wurde mit einem Fahrzeug auf dem Hornberg gesehen. Mit Rettungshunden des DRK wurde die Suche unterstützt. Am späten Nachmittag wurde der Mann in einem Wohnhaus im Rahmen des Sucheinsatzes wohlauf angetroffen und der Einsatz konnte in der Folge beendet werden.